Fuß bin, sehe ich, dass im selben Moment immer das Gegenteil im selben Hintergrund ist, gespiegelt. Das ist so ein Ansatz, wo ihr, wenn ihr wollt, kann das jeder verstehen. Ihr wollt keinen großen Intellekt. Das ist immer wieder, das kannst du mit jedem einfachen Bauern besprechen. Das Wesentliche von Holofeeling ist, benötigt keinen Intellekt, aber sehr viel Neugier und Liebe. Und wie gesagt, was man mit Sprachen und Hebräisch oder hier mit Feuertransformation, das ist so unnötig, wie du wissen musst, wie dein Körper jetzt wieder raumzeitig ausgedacht dein Essen verdaut. Oder das ist, es passiert von alleine, zerbrech dir deinen Kopf nicht drüber. Das ist es eben, du machst dir viel zu viel Gedanken, was soll ich tun, kann ich was verkehrt machen? Wie sieht es aus, wenn du ein Baby in der Matrix bist? Zerbricht es sich im Kopf? Vielleicht habt ihr einen Vortrag in Albina, wo ich gesagt habe, wir gehen einmal davon aus, du bist jetzt hier ein Pfauenauge-Raube. Das heißt, die Schöpfung hat vorgesehen, dass du ein Pfauenauge wirst. Und jetzt ist es, du warst ja nicht, ich habe das ja noch nie gemacht, ich habe mich ja noch nie transformiert. Jetzt, hoffentlich mache ich nichts verkehrt, wenn ich was verkehrt mache und ich war vielleicht bloß ein Schneeweißling. Die Fragen stellen sich doch gar nicht. Die Fragen stellen sich nicht. Du wirst das werden, was du werden sollst. Und glaub mir, das Baby als Ding an sich in der Matrix kann nichts verkehrt machen. Du Geist bist zurzeit in einer Matrix. Du erlebst einen Matrix-Traum. Du kannst nur lernen und wachsen. Also zerbrech dir nicht den Kopf, was passiert, es ist noch keiner Trembling. Das ist meine Botschaft, nicht Axt machen, nicht euch entmündigen, sondern euch erheben. Kriegt man andere Vorstellung von Liebe, ne Helga? Jetzt zeigen wir mal das Ganze hier, das Gejammere und dieses euch, alles Angst machen, ständig Angst machen. Egal, alle, die euch vorher Angst machen, die wollen nur euer Bestes, euer Geld. Ob das ein Kirche ist, ob das eine politische Partei ist, diese impertinente Arroganz nur immer schüren. Und man zahlt und zahlt und selbst das Problem stellt sich nicht, wenn du weißt, dass Geld wertlos ist. Ist dir das sowas verwascht? Was ist Geld, dein Gedanke? Wo ich immer wieder sage, bleib mal in dem Weltbild, wo du jetzt hast. Wenn heute Nacht, wenn wir morgen früh aufwachen und alle Konten, alle Dateien auf allen Computern in der Welt sind gelöscht. Wir lassen mal die Welt so, die du dir bisher ausgedacht hast. Was hat sich an Werten verändert? Nichts. Ich muss eins bewusst werden, dass wenn du jetzt reisen tust, und wollt ihr merken, das ist in eurem Programm so, ob du nach Spanien, nach Barcelona fliegst, ob du nach Lissabon fliegst, alles Krisenländer, ob du nach Athen fliegst und du gehst durch die Innenstädte, probier es aus, mach dir, kauf dir Tickets jetzt, du musst es ja raumzeitlich entfalten. Ich garantiere euch, jeder Supermarkt und jeder Laden ist genauso voll, es quillt über mit Material. Es ist ein Überfluss um dich herum, das weiß ich, was fällt das Geld? Und jetzt pass auf, ich habe das auch schon ein paar Mal erzählt, ich zitiere jetzt einmal aus der größten deutschen Tageszeitung oder irgendein Bericht im Fernsehen, auf jeden Fall jetzt gedacht, irgendwo war das erst hier und jetzt gedacht vor kurzem, dass ja ein Riesenchaos mittlerweile in Griechenland ist. Das ist, wenn das Geld, wenn du an einen Automaten hingehst und keine Euros mehr rauskommen. Und dass wir uns in Deutschland ja gar nicht vorstellen, was da für Missstände sind, vor allem in den Krankenhäusern, die haben in den Krankenhäusern nicht mal mehr Klopapier, geschweige denn Gummihandschuhe oder Verbandsmaterial. Es ist nämlich nicht so, dass es in Griechenland kein Klopapier und kein Verbandsmaterial und keine Gummihandschuhe geben würde. Die Krankenhäuser haben über 2 Milliarden Euro Schulden bei den Zulieferfirmen und die haben jetzt gesagt, es wird kein Stück mehr ausgeliefert, weil nicht vorher bezahlt wird. Das heißt, da quillt die Lache vom Material über und die Leute haben kein Klopapier zum Scheißen in die Krankenhäuser. Das Problem ist nicht das, was fällt, es ist diese Vorstellung von Besitzverteilung, was natürlich jetzt ein Hexenkessel ist, dass jetzt momentan auch der Urlauberstrom extrem zurückgeht. Was ich sage, was noch ein größeres Problem aufwirft. Wir stellen uns jetzt einmal in Griechenland vor, das in der Lage wäre, rein von den Lebensmitteln her Millionen von Urlaubern zu verköstigen. Und es kommen keine Urlauber mehr. Jetzt wissen ja die gar nicht, wo die das Haufen fressen. Hindus sollen. Aber die haben ein riesengroßes Problem und Überlebensangst. Hast du das schon mal so gesehen? Ja, es läuft alles über Gedanken. Es ist, du hängst so eng in einer Seite drin. Und was ich mit Holofeeling mache, dass immer wieder die erste Kunst von Humor beginnt damit, dass du alles, was du bisher logisch so gesehen hast, auch anders sehen kannst. Haifisch, kennst du meine Haifischflottensuppe-Geschichte? Muss ich nicht nochmal erzählen? Oder hier damals BB, das Bohrloch im Golf von Mexiko, wo ich sagte, meinen dicken, fetten Pickel angestochen, der wäre so und so auf Platz. Die Erde ist auch ein Lebewesen, das wächst und es geht durch die Pubertät. Das heißt, diese Irrquellen, das wäre, die Pickel platzen so und so auf. Die Tierchen und das Öl und diese Katastrophen. Oder wenn dann immer diese Gift, wenn ich mir vorstelle, hier wie das Giftgas im Ersten Weltkrieg, wie die das, was wie viel Menschenleben das gekostet hätte, die sagt, du Depp, die wären halt so und so nicht mehr doch. Ob die jetzt ein Giftgas ausspricht? Nein, es stimmt oder stimmt.
Oder die Dinosaurier, oder dann kommt immer der Naturschutz, was der Mensch ja kaputt macht. Die muss leben, ist ständige Gestaltveränderung. Ja. Wenn jetzt diese Riesenkatastrophe, dass der Meteor von so und so viel 100.000 Jahren nicht runtergefallen wäre und hätte die ganzen Dinosaurier verrichtet, wird es wahrscheinlich noch Dinosaurier geben, aber wird es dann den Menschen so geben, wie er jetzt ist? Also das ist, hör doch mit einer kleingeistigen Interpretation deiner Logik auf dich, wird es so annetzen wie ein Witz, den du nochmal hören kannst. Ja. Das ist ja immer wieder der Humor. Diese Fähigkeit des Humors, der Witze. Was nicht, Helga, ich habe das schon ein paar Mal erzählt. Kennst du meine kleine Geschichte mit den Juden, wo der tiefgläubige Jude zu Jahwe betet? Ja. Mit der Todsünde? Ja. Kennst du nicht, wo der Tief, kennst du den nicht? Doch. Pass auf, ein tiefgläubiger Jude betet zu Jahwe und sagt der Herr, 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 diese Schande über mein Haus, diese unendliche Schande. Mein Sohn ist zum Christen hintergelaufen. Ja. Okay. Kannst du dich an die Bäume erinnern? Ich kann nichts sagen. Die Bäume ist auch. Das ist aber die Bäume, das ist nicht die Bäume. Meine auch, aber die Bäume, kannst du dich an die Bäume erinnern? Ich hab's Neue Testament. Das hat er ja auch ein paar Mal. Und was hast du dann gemacht, Herr? Ja, ich habe mein Testament geändert. Ich habe ein neues Testament geschrieben. Ich habe ein neues Testament geschrieben. Zur Strafe oder wieso? Und das ist immer wieder diese Erkenntnis, Lachen, der Humor trägt dich über alle Abgründe hinweg. Über alles und jeden lachen zu können, ohne über sich was lustig zu machen. Das lässt deinen Geist wachsen. Und das ist jetzt die Geschichten, wo ich jetzt auch diese Geschichten. Du wirst merken, wie heilvoll das ist, wenn du die immer und immer wieder hörst. Bis du dir wirklich dann in der Tiefe bewusst wirst, was bin ich? Habe ich mich dabei verändert oder bin ich gewachsen an den Geschichten? Ja, genau. Und wenn das einmal sitzt, dann wirst du meinen, was das für einen Spaß macht, die Worte genauer anzuschauen. Ja, diese Verwandlung, was ich einer überhaupt nicht vorstellen kann, und das kann man dann nicht so wenden. Machen nochmal, dass man mal den Computer, und ich zeige euch nur, wie man es macht. Wer hat denn den Computer? Ob du die Interesse hast, ich habe meinen auch dabei. Ich habe ein Wörterbücher, bloß das Internet müssen wir jetzt schauen, du hast es mit einem Stick bloß. Ein weil ich natürlich die Adressen habe, die müssen wir eventuell dann rüberstellen. Ja, dann muss man aber installieren. Ach so. Das ist ja, hast du das Programm auch dabei dazu? Na, no, da wird doch nur neu gestickt. Installiert sie dich von selber? Oh, bestimmt. Ich habe da nichts gemacht. Hast du nur einen Stick reingesteckt und dann ist er gelaufen? Weiß ich nicht mehr. Na, normalerweise muss ich jetzt schauen wir mal. Müssen wir einfach mal reinstecken. Das schauen wir dann nochmal. Und dann ist das, ich euch nur zeige, wie tiefgreifend es ist. Und du wirst immer merken, auch hier, es gibt nichts, was du mich nicht weiter zerdenken könntest. Und das ist, passiert eh von alleine. Wie das Leben funktioniert von alleine. Du musst der Zuschauer werden. Und jetzt ist natürlich auch Materialismus, Idealismus, auch ein Standardbeispiel. Dreh, egal, schau einfach, was deine normale, gewohnte, lebenslange Logik dir eingaukelt. Und wenn die sagt, das ist gut, dann bemühe dich einmal die Fantasie, dass du es auch schlecht sehen kannst. Ja. Und umgekehrt. Weil ich mache als schönes Beispiel zur Zeit immer wieder, wenn ich jetzt sage, der Andreas, der steht ja eh die meiste Zeit neben sich. Dann drücke ich für einen Materialisten aus, dass der unbewusst ist. Jetzt pass auf, geistreich gesehen erkläre ich dir, wenn du nicht ganz vollkommen neben dir stehst und dich wie einen Fremden beobachtest, hast du kein Bewusstsein. Ja. Das heißt, der steht ja neben sich, ist eigentlich ein Kompliment, ja. Weil du aus dir heraustrittst und erst wenn du vollkommen neben dir stehst und dich, das was du ein Leben lang zu sein geglaubt hast, wie was Ausgedachtes anschaust ja. Und dir bewusst ist, dass du der Denker bist, ist es eine Aussage vom Bewusstsein. Der Materialismus sagt, der steht daneben sich, der ist unbewusst. Ja. Merkst du, es gilt wirklich für alles. Ja. Und erst wenn du beide Seiten gleich logisch ansiehst, das ist wichtig, wenn du jede, und die zwei steht ja nur die kleinste Form von Vielheit, wenn du jede Sache, wenn du Philosophen liest und du denkst dich in ihr Denken rein und du hast das Gefühl, ich kenne jetzt immer, dass egal was du liest, der hat recht, dann bist was du beweglich. Heißt? Und jetzt ist es, wenn ich sage, Tierchen gucken. Jeder von euch hat spezielle Bekannte. Ich nenne es einmal nicht Freunde, sondern Bekannte. Das ist immer wieder auch immer, wenn einer sagt, ein ehemaliger Freund, ich sage euch, es gibt keinen ehemaligen Freund, es gibt ehemalige Kumpel oder Lebensabschnittsgefährten. Ein Freund im klassisch tiefrot geschriebenen Sinne ist ewig. Und wenn du ein ehemaliger Freund, das ist schon Widerspruch, dann ist es kein richtiger Freund. Und du hast jetzt, wenn du jetzt dir Charaktere, Bekannte, egal wie auch immer wieder, ausdenkst und du hast einigermaßen diese Charaktere analysiert, Tierchen gucken, dann weißt du ganz genau, wenn ich bei dem und dem Bekannten von mir, wenn der das sieht,
wird der Sohn so darauf reagieren. Das wird ihn interessieren und das wird ihn am Arsch vorbeigehen. Nur weil ich durch Beobachten erkenne, wie resoniert er positiv, wo resoniert er negativ und was merke ich jetzt dem, würde ich sagen, das wird ihn gar nicht interessieren. Oder der wird sich total drüber auf. Wenn der das hört, der regt sich total drüber auf. Oder wird der sich freuen, wenn die Weltmeister geworden sind. Und das ist gerade bei Fußball. Bin ich jetzt hier Bayern-Fan? Bin ich Schalke-Fan? Bin ich Bremen-Fan? Bin ich Borussia-Fan? Und du merkst schon, jeder haut sich in seine Einseitigkeit rein und bekämpft Feindbilder. Vom Fußballverein über die Religion. Und bei Religionen wird es natürlich gemein, weil die alle sind in den Deckelbändchen der Liebe machen. Alle christlichen Religionen sind so überzeugt davon, dass sie wüssten, was Liebe ist. Ja. Und die glauben, mehr Liebe zu werden, wenn sie das Böse bekämpfen. Da will keiner loslassen von seinen Feindbildern, Helga. Das ist immer und immer wieder diese einfachen Weltenbeispiele. Und immer daran denken, es sind jetzt, wir reden nur von Gedanken. Ich muss mein Denken, meine Gedanken durchschauen. Zu retten gibt es da nichts. Das Einzige, was immer ist, ist der Geist, der denkt. Das wird natürlich aus materialistischer Moralvorstellung unheimlich lieblos. Und so immer wieder, wenn du auf einen wirklichen Meister triffst, der Liebe ist, der wird für dich immer den Eindruck machen, dass er eiskalt ist, dass er keine Gefühle hat. Jetzt ist halt immer so eine Sache, muss ich mitfühlen, wenn ich einen Roman lese, muss ich mit den Figuren mitfühlen? Ich werde das fühlen. Ich als Leser eines Romans werde das fühlen, was ich in diese von mir ausgedachten Protagonisten hineindenke. Nur ich fühle das, die Protagonisten fühlen das nicht. Aber muss ich da mitfühlen? Merkst du, dass sich das wieder widerspricht? Ich lese jetzt irgendeine Folgeszene, ich habe irgendwann einmal bei Updates diese Folterfilm gebracht, wo ganz, ganz tief ist, wo ich dann auch jeder, der das nicht nur einmal oberflächlich angeschaut hat, wie die Moral umkippt, über ist Folter wichtig oder nicht wichtig, wie du merkst, dann in den ganzen Dingen, wie was ist gut und was ist böse, wie die, wenn man in die Tiefe ganz aufmerksam, was soll mir jetzt das sagen, dass mir das eingespielt wird, wie die Moral plötzlich ins Schwingen kommt, wie die Moral kippt. All das muss mir bewusst werden, wie unheil es ist, sich im Kopf zu zerbrechen, welche Position, welche Perspektive ich einnehmen muss und behaupten muss, das ist die richtige. Die Fragen stellen sich nicht für Geist. Und darum ist es da, dass du das erkennst, dass du weißt, was Heiligkeit ist, was Vollkommenheit ist. Und das kann nur der Geist erkennen, der mir jetzt zuhört. Und das ist auch immer wieder, alles ist vergänglich, dass ich jetzt immer wieder so, wir können mal Experimente machen. Wann hörst du das jetzt, was du jetzt hörst? Du hörst es jetzt, wem hörst du jetzt zu? An Lautsprecher, an Kopfhörer, an Autoradio? Den Udo, ein ganz kleine Facette. Es ist jetzt einfach, es ist eine ganz klar definierte Perspektive und du merkst, die wandelt sich. Ich kann jetzt gleich schon von vornherein sagen, du wirst es jetzt vom Udo hören oder du wirst es jetzt aus dem Lautsprecher hören. Du kannst auch bloß, dass du dir das bloß aus dem Lautsprecher hörst, aber dir jetzt zwanghaft ausdenkst, dass irgendwann einmal Udo das andere erzählt hat. Es hängt davon ab, was, wer du zur Zeit zu sein glaubst und welche Vergangenheit du dir ausdenkst. Aber alles, was gedacht wird, ist ein Kommen und Gehen. Viel wichtig ist, wer denkt. Was ist der, der denkt? Der ist der Einzige, der sich nicht verändert. Ja. Das ist das Allererste, was man wissen muss. Das nennt man Erwachen und Erleuchten. Ist schön immer wieder und es ist mühselig an der Hidi Reifen, das dann erklären zu wollen. Das ist auch so mein Standardbeispiel, wenn du Charaktere erkannt hast. Es ist Trockennasen auf dem Sinne wie Tiere und jeder hat verschiedene Charaktere. Du kannst einer Katze beibringen, wenn du den Charakter einer Katze kennst. Das sind alle Katzen gleich. Es gibt sehr unterschiedliche Katzen, verschmuste Katzen, misstrauische Katzen, aber Katzen sind Katzen. Du kannst einer Katze nicht beibringen, dass sie ihr Stöckchen holt. Keine Chance, dass sie aufs Katzenklo geht und auch die Idiotie, wenn man sie ist ja Katzenmama, zu glauben, dass Katzen hören. Wenn du sagst, Muschi, komm her, das ist durchaus möglich, dass die kommt, aber jeder, der den Charakter von Katzen kennt, die kommt nicht, weil du gesagt hast, Muschi, komm her, sondern weil sie jetzt sagt, okay, mach ich halt einmal. Sie bestimmt das. Ein Stöckchen holen kannst du dem Hund beibringen. Der Hund kann, den kannst du beibringen, dass er Stöckchen holt, aber ich sag dir eins, versuch niemals einen Hund beizubringen, dass er spricht. Der kann bellen, der kann murren, der kann quietschen, aber nicht sprechen. Das kannst du einem Papagei beibringen. Wenn du einem Papagei lange genug vorsagst, 5 und 5 ist 10, dann wird er sagen, 5 und 5 ist 10. Aber geh niemals dem Papagei auf den Leim, dass du glaubst, er hätte verstanden, was das, was er spricht, bedeutet. Dazu brauchst du Geist. Ja. Und wieso ich euch das jetzt erzähle? Wenn du mit Leuten
ich erzähle jetzt eine reine Erfahrung, eine Erfahrung aus sehr, sehr vielen Menschen träumen Leben. Es ist ein Prozess, wo du magst, das, was du Liebe nennst, du hast einen, der hört dir zu und plötzlich spricht er genau das, was du erzählt hast, was du erklärt hast, und der hat voll, macht voll den Eindruck, als wenn er es begriffen hätte. Das ist die 5 von 5 bis ist 10, ich wiederhole das, der Papagei sitzt auf seinem Stöckchen und irgendwann, jetzt hat er es begriffen. Nee, er äfft nur noch. Er bleibt ein Trockennasenaffe. Ja. Und irgendwann merkst du, weil er das eben nicht lebt, ist. Passiert es nicht. Ja. In dem Moment, wo einer was spricht und du beobachtest nur und er lebt es nicht, was er spricht. Es ist ein klares Zeichen, dass es nur ein Papagei ist, der nachhilft. Wie war das nochmal? Ich kann euch so viele Figuren in euren Traum auftauchen lassen, die ihr so unendlich weise Sprüche, also das, was gesprochen wird, ist unendlich weise. Ob sie selber verstanden haben, zeigt sich, ob sie das auch leben, was sie lernen, was sehr viele für sehr viel Geld verkaufen. Dass sich welche hinstellen, Vater, sorge dich nicht um morgen, du brauchst kein Geld zum Überleben, aber permanent hier für jedes Buch, für jedes Ding darfst du Geld abdrücken. Was noch viel gemeiner ist, wenn dann heißt hier, wir machen hier alles umsonst und wenn ich einen unter Druck setze, gib so viel du willst. Ich kann nicht mehr die Geschichte von meiner Eva Maria, die dann als Arzt, als Ärztin, als die dann gesagt hat, ich verlange nichts mehr, du darfst so viel zahlen, wie du willst. Das ist ja gleich zweimal scheiße für den, der dort ist. Weil wenn ich jetzt zu denen sage, das kostet 80 Euro, gebe ich den 80 Euro. Wenn ich aber keine Ahnung habe, was das kostet und ich sage, gib so viel du willst, jetzt ist das Problem, was kostet das normalerweise? Genau. Weil wenn das jetzt bloß 80 Euro gibt und ich gebe 150 Euro, habe ich das so viel bezahlt. Ich setze ihn ja voll unter Druck. Gib ich aber bloß 50 Euro, dann meint er vielleicht, ich bin ein Haus und ich will nichts sagen. Ja. Merkst du, wie dieser Mechanismus plötzlich wieder in dir losgeht? Auch das stellt sich überhaupt nicht. Das ist immer wieder dieses Gesetz der Esoterik, prahlt ja damit mit dem Gesetz des Ausgleichs. Wenn ich euch was gebe, muss natürlich, dass es in Gleichgewicht bleibt. Es ist eh immer alles in Gleichgewicht. Das hast du bloß nicht verstanden. Das heißt, wenn ich euch jetzt was gebe, müsst ihr mir natürlich was zurückgeben. Weil sonst kommt es ja aus dem Ungleichgewicht. Verstehst du? Das ist das Problem, ist, dass all die dieses Gesetz des Ausgleichs, pass auf, die dieses Gesetz des Ausgleichs predigen, dass egal, auf beiden Seiten, jeder, der auf einen Lehrgang geht, ihr kennt diese Szene auch und muss zahlen für irgendwas, selbst wenn du dir ein Buch bespielst, ist in dir, wenn du dich beobachtest, die Grundvoraussetzung, dass du dir ausrechnest, wenn du das Geld ausgibst, dass dir das was bringt, auch immer, was du dir unter dir verstehst. Jeder, der Lehrgänge anbietet und das da mal Geld verlangt, ist die Grundvoraussetzung nicht, das ist das Umdrehen. Ich sage, du kriegst von mir was geschenkt, probier es einfach aus. Jetzt könnte ich sagen, wenn es funktioniert, dann gib mir was. Das ist aber bei mir nicht nötig, weißt du wieso, weil ich nämlich du bin, Helga. Das heißt, was ich mache, mache ich eh bloß für mich. Das ist das klassische Gesetz. Das heißt, immer wieder, wenn dann den Udo, auch den Udo, den Menschen Freude machen wollen, sag ich, wenn die mir wirklich eine Freude machen wollen, dann lebt mir meine Freude vor, weil ich nämlich du bin. Deine Freude ist meine Freude. Das ist das Ziel meines Bestrebens. Und um den Rest, da ist immer genug da. Das ist immer, wo ich sage, ich beschäme mich eh bloß immer. Also das ist... Es ist, wenn du ich bist, was du merkst, es ist, du bist zum Dienen da. Ja. Und ich war immer müde, wenn du jetzt, ich sehe das ja in Ausschnitten, du musst wissen, alles, was ich euch jetzt erzählt habe, der rein der Mensch Udo denkt jetzt einmal, der hätte ein Leben mit einer Vergangenheit, wie du das für dich siehst, die Spur. Keiner hat es öfter gehört wie ich. Und haben wir nicht festgestellt, der Meister zeigt sich durch ständigen Wiederholen. Umso mehr du Geigenspinnen oder Klavierspinnen übst und das wiederholst, umso perfekter wirst du. Ja. Und einer, ich kann es nochmal hören oder ich kann es, der wird nie ein Meister werden. Mhm. Weil du immer wieder, immer ein Quäntchen dazu kriegst. Mhm. Und jede Facette, wobei ich euch jetzt als Udo sagen könnte, ich hätte schon richtig Bock. Ich bereite euch vor, euch wirklich dann das Programm zu erklären. Mhm. Aber es ist vollkommen sinnlos, bevor nicht das, was wir jetzt nochmal zum zigten Mal schon gehört haben, zu so einer absoluten Selbstverständlichkeit geworden ist, wie du ein hier und jetzt ausgedachtes Leben die materialistische Logik als vollkommen logisch und selbstverständlich angesehen hat. Und beide Seiten müssen gleich logisch sein, wie Kreis und Dreieck. Und erst dann verschmilzt es zu einem Kegel und dann bist du immer jenseits von Gut und Böse in einer vollkommen neuen Wahrnehmungsdimension, die in einer voll aus erster Mal diese Synthese aus einer vollkommen ruhigen Neutralität besteht. Ich nenne das immer, das ist die aktive Passivität. Was du anschaust, ist komplett passiv-aktiv. Mhm. Vier Seiten, merkst du? Pass auf, ganz einfach erklärt. Wir stehen und beobachten einen Kinderspielplatz. Die Figuren, die du beobachtest, sind Figuren in deinem Traum, oder ich sage einfach Figuren auf einer Leinwand, die erscheinen dir aktiv. Mhm.
auf dem Fernseher. Wo jemand, das bewegt sich ja nichts, sind aber als Ding an sich vollkommen passiv, das heißt, die handeln ja nicht, weil die wissen ja gar nicht, das ist ja keine Handlung, es ist die Aktivität, das ist eine passive Aktivität. Du als Geist, der jeden Moment bewusst sein muss, brauchst eine unendliche Beweglichkeit, eine Aktivität, obwohl du dich eigentlich nirgends einmischst, weil du passiv bist. Das ist die aktive Passivität. Du bist die aktive Passivität. Also das Nichthandeln erfordert eine unendliche Aktivität. Du musst, wenn du ich bist, ist dein Denken so schnell wie Licht. Jetzt gehen wir in die Religion der Physik. Licht bewegt sich immer mit Lichtgeschwindigkeit. Das heißt, es bewegt sich eigentlich nicht. Bei Lichtgeschwindigkeit fällt alles in einem Punkt zusammen, sagt die Religion der Physiker, wenn du die Formel anschaust, und die Zeit in dieser Formel wird unendlich. Unendlich ist nicht ein riesengroßer Zeitraum, sondern unendlich ist jetzt. Weil jetzt sind unendlich viele Möglichkeiten, die du dir denken kannst, wenn du die zahlst. Bei Lichtgeschwindigkeit fällt alles in einem Punkt zusammen, das ist ja das Formelzeichen C. C, immer wieder, ich habe die gelesen, die Bücher, was jetzt aber neu ist, eine kleine Sache, das Chat, so wie du das als einen Laut siehst im Hebräischen, Chat ist CH, das heißt jetzt lichtgeschwinde Wahrnehmung. Und lichtgeschwinde Wahrnehmung ist eben eine Kollektion, weil du alle Facetten gleichzeitig siehst. Das ist das Chat. Du merkst jetzt, ich verflechte immer mehr Möglichkeiten. Es gibt nichts, was ich euch nicht erklären könnte, weil ich habe es erschaffen. Und es reicht, wenn man was, ja, es ist perfekt. Ja. Es ist auch so Kleinigkeiten. Schau, das Ja, wie schreibe ich ja nochmal? J, Rückfall, HBH. Ich mache jetzt nur dieses Wellen auf zu. Du kannst natürlich auch schreiben JH rot. Das ist ja Ja, ist ja auch die Kurzform. Das ist jetzt das göttliche Quintessenz, Rückfall und jetzt WH blau. Das heißt, und eine aufgespannte Wahrnehmung. Wobei das WH jetzt zwangsläufig auch zu dem wird eine aufgespannte Wahrnehmung. Es ist das, was ich meine, ist, du kannst alles unendlich vielfältig auslegen. Aber dazu muss ich alle Seiten sagen. Schau, wie sieht das aus? Du hast noch nie eine Tasse gesehen, so wie du noch nie Wetter gesehen hast, aber du weißt, was Wetter ist. Und das kann man erst, jetzt kann man natürlich wieder das Wort Wetter ist eigentlich wie die Tasse. Mit Filmperspektiven. Du kannst das deutsche Wort Wetter nehmen, dann hast du Viet. Und dann ist ja beim Shin, wenn ich euch erkläre, ist immer wieder dieses Shin. Rein über das Shin könnte ich euch jetzt 14 Tage was erzählen. Nur über das Shin selber, das ist so oberflächlich. Mach, ich erzähle dir das auch, wenn du neugierig bist, wird dir das einfallen mit deiner Sprache, erzähle ich es dir trotzdem. Aber dass dir was einfällt, das ist das allererste, die Tasse. Schau, das ist auch immer wieder, diese Tasse ist ja Asse, T-Asse. Das heißt eigentlich, du wirst etwas tun, du wirst handeln. Schreibt man das Asse, Esse, als 70, 300 links punktiert, 5 geschrieben, ist ja tun, handeln. Und jetzt ist es, solange in der Tasse Kaffee ist, Betonung liegt auf Affe, schenke ich dir keinen reinen Wein an. Das heißt, erst wenn du bereit bist, all dein ganzen Wissen und deinen Glauben, das für dich bisher absolut richtig war, auch als verkehrt zu betrachten, loszulassen. Dieses Licht, man darf doch nicht vergessen. Wenn du was durchschaut hast, ist es abgehockt. Denk an meinen Führerscheinprüfungsbogen, da machst du dein Häkchen, du blätterst um und es ist vom Tisch. Und solange du das Heilen reparieren willst, das ist nicht deine Aufgabe, deine Traumwelt zu heilen. Die Fehler sind absichtlich dort, reicht, wenn du sie erkennst. Wenn du plötzlich erkennst, dass die Gescheiten einer Welt, die Professoren, die erkannt haben, dass das Einzige, was sich ständig bewegt, die Sterne sind. Und ich sage, du weißt ja gar nicht, was du sprichst. Zeig's mir. Ich sage, du verwechselst das, was du siehst. Lernst erst einmal zu sehen, was du siehst. Habe ich nicht schon als Christus gesagt, ihr Menschen, die ihr außen lebt, ihr seht überhaupt nicht, was ihr überhaupt nicht seht. Du musst unterscheiden, was du jetzt siehst und das, was du dir aufgrund deiner Interpretation ausrechnest. Das beginnt schon, wenn du eine E-Mail lesen musst. Real ist in dem Moment nur ein Computer mit Buchstaben drauf. Und alles, was jetzt vollkommen automatisch an Vorstellungen in dir auftaucht, ist ein reines Konstrukt. Und würdest du die Buchstaben, die Zeichen anders mit einem anderen Interpretationssystem werden, hast du andere Vorstellungen. Jetzt kriegst du einen Hauch von einem Geruch, wie du deine Traumwelt verändern kannst. Du musst das dein Programm verändern, dein Wert und Interpretations verändern. Solange du glaubst, dass diese Vorstellungen, die du dir zwanghaft ausrechnest, dass die sich zuerst verändern müssten, das ist Schattenboxen. Ich werde nicht gegen Welt verbessern. Du merkst die Sinnlosigkeit. Schon all die Welt, alle, die die Welt verbessern wollen, ihr müsst jetzt erst einmal klar machen, was Welt ist. Welt ist ein Traum.
Und deine Aufgabe ist es nicht, diesen Traum, den Führerscheinprüfungsbogen zu korrigieren, sondern zuerst einmal zu erkennen, was du selbst bist und wieso die Fehler da sind. Dass du sie erkennst. Mhm. Es Fehler, es heißt ja nicht, dass was verkehrt läuft, es fällt etwas zur Vollkommenheit. Wie närrisch ist einer, der hier von Gott spricht und Gott Allmacht zuspricht, aber dann immer noch seine eigenen Dummheiten zu rechtfertigen versucht mit einem Satan. Ich habe ganz klar gesagt im Heimener, egal ob du mir glaubst oder nicht, mir bindet keiner ans Bein. Das ist der Satan im Hiob. Wenn du den richtig übersetzt, ist kein Böser. Es ist immer wieder dieser Scheidon, Ani El Shaddai, was man so leichtfertig als allmächtig übersetzt, und das ist mein Satan. Mein Dämon. Jetzt ist ein Dämon übrigens nachklingend die Damen. Da wiederum, do, das Wissen, ist MN, ist Gestalt geworden, Existenz, ist Urteilen. Der Dämon, die Damen, ist immer wieder, dass der Dämon, das griechische Wort Dämon wiederum, überhaupt nichts Negatives ist. Es ist einfach ein Schöpfergeist, ein Schöpfermacht. Er ist dann immer wieder übertragenerweise. Es sind so viele Worte, die hier erst in einer neuen. Mein Standardbeispiel ist Fasten. Was bedeutet Fasten? Dann kannst du das Wörterbuch Etymologie Duden vom Duden Verlag nehmen und dann wirst du feststellen, Fasten heißt hier ganz klipp und klar ursprünglich zuerst einmal Fast, englischen Fasten Seatbelt festmachen, fest auf die Worte Gottes vertrauen. Fasten Seatbelt. Dazu brauchst du nämlich Fast, ein unheimlich schnelles Denken. Das muss so schnell sein wie Licht. Fast, jetzt ist es Fast, heißt fest zurn und extrem schnell ein. Fast. Wie war das mit Licht, wenn sich was so schnell wie Licht bewegt, was die höchste Geschwindigkeit ist, bewegt es sich gar nicht mehr. Merkst du, in jedem Wort ist das drin. Ja. Ihr kennt ja viele, gerade die Physikbücher sind genauso heilige Sachen, wenn man sie nicht materialistisch logisch auslegt. Und dieses Fasten heißt rein etymologisch, ursprachlich liest du in Büchern zuerst einmal fest auf die Worte Gottes vertrauen. Und im Duden, im blauen Duden, Etymologie-Duden steht dann drin, erst seit dem 18. Jahrhundert oder seit dem 18. Jahrhundert wird das Wort Fasten zur Einschränkung der Nahrungsmittelaufnahme aus gesundheitlichen oder religiösen Zwecken benutzt. Aber erst seit dem 18. Jahrhundert, das ist doch überhaupt nichts. So wie der Zirkel überhaupt nichts zu tun hat mit Mittelpunkt, sondern Stachel heißt und erst übertragenerweise hat sich das etabliert, dass man das Zirkel nennt. Und das jedes Wort, darum sage ich, die Weisheit kriegt ihr aus Wörterbüchern, wenn du die mit der Vordersprache entschlüsseln kannst. Falls dich das interessiert, ich kann mich aber so auch freuen. Aber mit einem gewissen Wissen wird es dann noch spaßiger. Das ist immer wieder die Sprache, es gibt sehr um ihr Schmunzel, wenn du in die Welt schaust und die Welt spricht mit dir. Jeden Moment. Dieses Spiel zwischen Fragen und Antworten. So. Jetzt machen wir Kaffee. Ja, mindestens. Stopp. Schon wieder. Was, stopp? Stopp. Ja, stopp. Wieder. Du musst es so viel schneiden, Mensch. Das mache ich doch gerne. Ja, ja. Musst du ja die Scheiße nochmal umnehmen. Ich glaube, ich habe es schon öfter gemacht. Ja, genau. Aber du merkst, es wird immer fester. Okay. Ja, klar, wir machen Kaffee. Das muss so selbstverständlich sein, dass du auch nochmal drüber nachdenken musst. Ja. Also ich weiß nicht, wie ich das sage. Dieser ganze Lieder. Ja, also so wie du mir, so meine Wahrnehmung natürlich. Es ist immer wieder, wo ich sage, die Liebheit ist nicht mit Schmalz, sondern das ist ja, immer das wirklich. Ganz tief in sich meint, immer mehr erkennt. Immer mehr so aufgehende, die Liebe, das Licht, wie auch immer. Ich sehe nicht schmalzig lieb. Ist ein Karate-Lehrer. Ja. Ach so, ja. Nein, ist wirklich, ohne wo ich noch mal sagen, der ist wirklich hauptberuflich Karate-Lehrer. Ach so. Ein Meister. Ach so. Ein Meister in Karate. Aha. Aber es ist ein ganz sanft und eine Liebe. Das ist auch immer wieder, wo du merkst, dass die wirkliche Dinge, die Kampf des Nichtstun, ne? Das ist die Kunst.